Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot und wir befinden uns immer noch in diesem schönen Kraftwerk auf der Suche nach Pikachu und wir werden jetzt mal das Starter-Pokémon sozusagen tauschen, denn die machen mir alle da zu viel Schaden an Pikachu und dann, ja, stirbt es halt dauernd und wir haben nicht die Möglichkeit, es letztlich zu fangen. Und da haben wir doch mal wieder ein Pikachu, Level 24. Oh, komm schon, Fukanu. So, wir setzen Glut ein. Doppelteam. Oh, jetzt können wir es nicht mehr so gut treffen, glaube ich. Der Fluchtwert müsste jetzt eigentlich steigen. Genau. Komm schon. Yes, das trifft. Und ist auch ziemlich... Oh, aber das ist doch noch nicht die Hälfte, oder? Nehmen wir... Oh, ich weiß auch nicht, ob Bodycheck jetzt besser oder schlechter ist. Oh, bitte, 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 bitte. Obwohl wir könnten... Oh, das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Warte mal, wenn jetzt das jetzt gleich daneben geht... Oh, es geht nicht daneben. Yes! So, schnell in den Beutel greifen. So, Moment. Ah doch, war ja richtig. Hyperball. So, jetzt Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Komm schon, Pikachu. Jawoll! Yes! Wir haben es doch tatsächlich geschafft. Es hat kleine Backentaschen, die mit Elektrizität gefüllt sind. Bei Gefahr entlädt es sie. Das wusste ich gar nicht, dass die Backentaschen mit Elektrizität gefüllt sind. Aber nun gut. Möchtest du dem Pikachu einen Spitznamen geben? Nein. Okay, ich muss jetzt auch nochmal hier kurz in meine Tasche gucken. Oder in meinen Beutel. Und zwar haben wir ja öfter mal hier das Problem mit, dass wir paralysiert werden etc. Paraheiler haben wir... Oh, Paraheiler haben wir 4 Stück. Oh, wir haben aber zu wenig andere... Obwohl, jetzt müssen wir uns ja gar nicht mehr wirklich drauf konzentrieren, weil Pikachu haben wir jetzt ja. Da können wir ruhig wieder irgendwie Bisaflor oder so an Position... Oder Kadabra an Position einsetzen. Das werden wir jetzt einfach nochmal machen. Tausch, Fukanu. Das ist doch top. Und ich hatte in den Kommentaren gelesen, dass ich doch mal meine Sonderbonbons einsetzen sollte. Aber da sehe ich momentan noch keinen großen Sinn drin. Denn umso höher wir in den Level sind, desto effektiver sind ja die Sonderbonbons. Denn das erspart uns dann ja teilweise doch schon ein wenig Erfahrungspunkte. Und deshalb warte ich damit jetzt noch. Wir probieren das hier mal mit der Konfusion bei Magnetilo. Und, oh, ach, das ist nicht sehr effektiv. Oh, oh, Kadabra. Okay, nehmen trotzdem jetzt nochmal die Konfusion und dann werden wir dann wohl doch notgedrungenermaßen auf Bisaflor wechseln. Denn ich würde hier ganz gerne schon ganz gut durchrushen. Das ist dann eben ein Job für Bisaflor. Denn das ist immer noch unser stärkstes Pokémon. So, Bisaflor. Und dann watschen wir hier mal weiter, erkunden das Ganze... Und hier kann man auch nicht sonderlich weit gehen, ohne dass man auf ein weiteres Pokémon trifft. So, Bisaflor muss jetzt hier aber auch gar nicht großartig kämpfen, denn wir werden bei diesen wilden Pokémon einfach flüchten. So, hier unten haben wir nichts. Nee. Die anderen Geräte sind bestimmt nicht wirklich benutzbar. Und unverhofft kommt oft ein Magnetilo. Die scheinen hier wirklich nicht gerade rar zu sein. So, was finden wir denn hier? Wenn mal wieder schön ein Voltoball oder so. Also so eins, so ein hochleveliges Ding. Level 25, da lohnt sich kaum die Attacke. So, Flucht. Dann werden wir mal hier weiter... Ist das schon Ist das echt schon Zapdos? Hier ist zumindest wieder ein Pikachu. Level 24. Oh Mann, das ist jetzt natürlich die Frage... Oh, oder geht's hier einfach noch weiter? Oh nein, es ist Zapdos. Hä? Voltoball? Okay. Ein wenig verwirrt. Wir versuchen... Hä? Oder wir nehmen mal Rasierblatt. Vielleicht kommt danach ja das Zapdos. Und Voltoball ist einfach nur sein Kollege. Oder war das ein Pokémon, was einfach extrem unter Strom stand? Aber das hat mich doch jetzt schon ein bisschen verwirrt. Ach so. Ah, okay, wir sind einfach gerade auf das Feld gegangen und dann wurden wir angegriffen. Zapdos, oh, Level 50.
Oh, oh. Das kann ja interessant werden. Wir gucken erst... Nee, als erstes eine Runde Schlafpuder. Oh, oh. Scanner? Zapdos schützt sich selbst. Okay, eine Runde Schlafpuder. Zapdos schützt sich selbst. Mhm. Nehmen wir trotzdem wieder Schlafpuder. Ah, jetzt. Hör auf, dich die ganze Zeit selber zu schützen. Ja, yeah, aber mal sehen, wer hier mehr AP-Punkte davon hat. Schon wieder Scanner? Ha, es schlug fehl. Und jetzt kommt das Schlafpuder. Juhu! Das ist doch cool. So, Zapdos. Und der Zerschneider mit... Ich meine, wir sind ja 3 Level unter diesem Zapdos. Komm schon. Nee, das macht ganz, ganz wenig Schaden. Da könnten wir eigentlich auch nochmal eine Runde Rasierblatt einsetzen. Und wie gesagt, ich meine, es ist ja ein Elektro-Pokémon. Und wir haben Pikachu. Also dementsprechend ist es zwar schön, das Pokémon letztlich zu haben, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Hauptziel. Oh, und das ist noch weniger effektiv als das andere. Dann probieren wir es weiter mit Zerschneider. So, wieder eine Runde Zerschneider. Und dann werden wir dann gleich auf jeden Fall wieder probieren, es wieder einzuschläfern. Zapdos schläft aber auch hier ordentlich. Oh, jetzt ist es aufgewacht. Setzt wieder Scanner ein. Jetzt ist die Frage, kann es auch den Zerschneider abwehren? Ja, kann es. Okay, wieder Zerschneider. So, und einer geht, glaube ich, noch. Wow, Bohrschnabel. Wow. Oh mein Gott. Schlafpuder. Das hat uns fast... Das war ja richtig effektiv. So, Zapdos schläft tief und fest. Dann werden wir jetzt nochmal den Zerschneider einsetzen. Der darf jetzt bloß kein... Das darf kein Volltreffer sein. Okay. Okay, es schläft und es hat ganz wenig KP-Punkte. Das ist unsere Chance. Komm schon. Drückt die Daumen, Leute. Paluten setzt Hyperball ein. Komm schon. Du schläfst doch. Nein! Okay, wir wollen alles daran setzen, hier dieses Zapdos dann auch letztlich zu fangen. Komm schon. Ich meine, mehr kann ich nicht machen. Es schläft und es hat ganz wenig KP-Punkte. Komm schon. Nein! Zapdos ist aufgewacht. Oh, jetzt bitte nicht wieder Donnerwelle. Bitte, Bisaflo. Achso, wir sind paralysiert. Okay, das ist ja nicht so schlimm, denn wir können ja trotzdem nochmal den Hyperball werfen. Schon, bleib doch einfach mal da drin. Das gibt es doch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch besser machen kann. Ich könnte nochmal Schlafpuder einsetzen. Okay, Agilität. Das ist jetzt nicht so cool. Steigt stark sogar. Okay, ach, wir sind ja auch paralysiert. Zapdos setzt Donnerwelle ein. Bisaflo ist bereits paralysiert. Schlafpuder, jawoll! Komm schon, jetzt muss das funktionieren. Zapdos ist eingeschlafen, okay. So, wieder der Beutel. Vielleicht ist der Hyperball auch einfach zu schwach. Komm schon, bitte, bleib da drin. Ah, das gibt es doch nicht! Zapdos, du kannst mich gleich mal mega gerne haben. Oder wir probieren... Egal, ich meine... Wir kriegen das ja eh nicht hin. Und ich hoffe mal, dass der Egelsamen dann weniger als wenig KP-Punkte tauscht. Ah, ist ausgewichen. So, jetzt komm schon. Jetzt hör auf auszuweichen, Zapdos. Yes. So, gucken wir mal. Das muss jetzt einfach nur ein Hundertstel davon nochmal kappen. Yes, okay. Das sind doch jetzt die besten Voraussetzungen. Beutel... Hyperball. So, mehr kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Das gibt es nicht. Ja. Das ist jetzt unsere letzte Chance. Oh nein. Zapdos stirbt jetzt sowieso. Ja. Nun gut. Das war's mit dir, Zapdos. Du hundsgemeines Pokémon. Kriegen hier zwar tolle KP-Punkte. Und wo kommen wir denn jetzt hier raus? Oh,
Okay, das war's schon mit dem Kraftwerk. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Dann laufen wir mal wieder hier hin. Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Jawohl. So, und dann surfen wir eine Runde auf dem degenerierten Aquana. Denn das sieht nicht aus wie ein Aquana. Oh, jetzt treffen... Oh, hier können wir sogar auf Pokémon treffen. Tentacha. Level 9. Oh. Gut, wir flüchten mal. Sind sowieso mit Bisaflor paralysiert. Und dann schnappen wir uns Pikachu, wollte ich gerade sagen. Wir rennen ganz flink ins Pokémon Center hier unten. Und dann werden wir Pikachu mal tauschen. So. Paluten schaltet den PC ein. Jo, Bills PC. Pokémon ablegen. Und zwar werden wir dann mal... Ich denke mal, Taubsi kommt weg. Obwohl, Taubsi ist auch ein Level... Relaxo, Taubsi, Relaxo. Nee, Relaxo hat so viel KP-Punkte. Der ist so eine Punching-Kugel sozusagen. So. Box weiter bearbeiten. Nein. Pokémon nehmen. Jawohl. Und da ist doch Pikachu. Nehmen. Level 24. Das ist auch gar nicht so gering. Box weiter bearbeiten. Nein. Und ich muss mich nochmal beim nächsten Mal informieren, ob ich jetzt Pikachu schon weiterentwickeln sollte oder ob er noch irgendwelche tollen Attacken lernt. So, und dann müssen wir uns jetzt ja mal selbst fragen, wo wir denn als nächstes hingehen. Ich weiß auch gar nicht, wo sind denn jetzt noch Orden? Ich glaube, als letztes waren wir Fuchsania City. Und da kann man hier Route 19. Und ja, hier ist schon wieder Alabastia. Waren wir denn hier schon? Ja, also sonderlich viel kann hier ja eigentlich nicht mehr kommen. Die Seeschauminseln. Und dann die Zinnoberinsel. Mit dem Pokémon-Haus, okay. Ja, dann werden wir doch einfach mal den Rückweg antreten. Warte mal, wir haben unsere Pokémon noch gar nicht geheilt. Da war ich einfach zu flink. Willkommen im Pokémon-Center. Tschüp, tschüp. So, jetzt werden wir mal ganz... schnell lossprinten. Und ich bin gerade am überlegen, kommen wir noch in diesem Haus vorbei, wo wir ein Fahrrad bekommen? Weiß ich gar nicht. Warte mal, hier unten kommen wir doch wesentlich schneller hier durch. Genau. Hier haben wir ausnahmsweise auch mal gegen jeden gekämpft. Jetzt müssen wir doch hier nach links. Aber auch verworren hier alles. Jetzt bitte kein Pokémon-Kampf. Dankeschön. Und wieder Zerschneider. Und wir können uns auch mal so ein bisschen mit unseren TMs auseinandersetzen, welche da ganz cool wären für unsere Pokémon. So, hier waren wir doch auf jeden Fall schon in der Pokémon-Arena, oder? Ja. Ah, warte mal, hier gibt's die Fahrräder. Und ihr meintet, diese Typen mit... Warte mal, ist das hier oben? Ah, nee, es gab irgendwie so eine Pokémon... So ein Pokémon-Typen. Oder war das in der anderen Stadt? Ich weiß das nicht mehr. Dieser Pokémon... Doch, der Pokémon-Fanclub war doch hier im Süden. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich liege jetzt richtig. Wenn nicht, wird das ein ziemlich langweiliger Part. Zumindest ein ziemlich langweiliges Ende. So, bitte komm schon. Diese Pokémon-Freunde waren das doch. Ah, warte, die waren aber auch nicht in Saffronia City. Nur gut. Und was macht Team Rocket eigentlich immer noch hier? Was willst du noch? Hau ab. Was stehen die denn hier vor allen Eingängen? Silfco Bürogebäude. Hier waren wir auch noch nie wirklich drin und haben versucht zu kämpfen, oder? Können wir den Aufzug benutzen? Tatsächlich. Fahren einfach mal nach ganz oben. Oh, 10 Stöcke. Und ich denke mal, ganz oben sitzt der Chef. Boom, boom. So. Oh. Zink haben wir gefunden. Will der gegen uns kämpfen? Tatsächlich. Okay, stopp. Hast du einen Termin beim Boss? Ich glaube nicht. Na komm. Was hast du für... Wow, 5 Pokémon. Ratzfratz.
Level 25, das wäre eigentlich perfekt für unser Pikachu gleich. Das war auf jeden Fall ein ungleicher Kampf. Jawohl, wir wechseln und dann wollen wir doch erstmal Pikachu. Oh, nur 58 KP-Punkte. Pikachu! Und ich hatte Pikachu das letzte Mal im Titel auch falsch geschrieben. Aber wir haben irgendwie Donnerwelle, ist gar nicht so cool, oder? Nehmen wir einfach mal. Ich glaube, er wird da nur paralysiert von. Genau, Subat ist paralysiert. Und ansonsten haben wir noch keine sonderlich tollen Attacken. Flügelschlag trifft uns trotzdem. Und zwar ziemlich doll. Obwohl es nicht sehr effektiv ist. Dann nehmen wir einfach mal eine Runde Slam. Oh, geht daneben. Warte mal, wir wechseln hier. Das kann ja nicht sein. Nehmen wir einfach mal eine Runde Fukanu. Der muss das jetzt einfach mal richten hier mit seiner Glut. Och nein, das gibt es doch nicht. Ey, dieses Verwirrtsein nervt unheimlich. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Jetzt kriegen wir noch einen Biss ab. Setzen wieder Glut ein. Jawohl, wir sind nicht mehr verwirrt. Komm schon, Glut! Gib ihm. Flügelschlag. Oh, das hat bei Pikachu schon so reingehauen. Und wieso ist das denn dauernd ein Volltreffer? Nein, das gibt es doch nicht. Oh yeah. Paralysiert. Glut. Top. Aber jetzt werden wir dann 144. Das ist ja traurig. Ja, wir wechseln und dann doch lieber zu Kadabra. Der macht das hier auch gleich ganz easy. Und hat auch gleich schon Level up. Das ist nice. Dann werden wir ihn die ganze Zeit noch weiterkämpfen lassen. Denn sonderlich viel Erfahrungspunkte werden die ja nicht bringen. So, schöne Konfusion. Und dann sinken Retterns KP-Punkte schneller, als man gucken kann. Ja, passt. Und, na, ist noch nicht das Level up. Jetzt gibt es nochmal eine Runde Ratzfratz. Nee, wir wollen nicht wechseln. Und dann gibt es wieder die Konfusion. Oh, dieser nervige Ruckzuckhieb. Und dann kommt prompt die Retourkutsche von Kadabra, indem wir Ratzfratz aus dem Stadion befördern. Und wir haben hier Level 43 erreicht. Kadabra versucht, Trickbetrug zu lernen. Schauen wir uns das doch mal an. Aber momentan bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinen Attacken. So, Trickbetrug. Gehaltene Items werden mit Anwender getauscht. Hört sich jetzt nicht so cool an. Ich bleib lieber erstmal bei meinen Sachen. Nachher ist das total cool, die Attacke. Aber ich sehe da drin momentan keinen Sinn. Dementsprechend möchte ich das nicht lernen. Ja, es ist ja schön. Kann nicht. Ja, ich habe doch auf B gedrückt. Nein. Ja. Hier wird man immer doppelt abgesichert. War jetzt doch ein etwas längerer Kampf. So. Und er darf wieder anfangen, dieser nervige Ruckzuckhieb. Ratzfatz, du hast leichten Überbiss. So, Team Rocket Rüpel, jetzt. Okay, ich lasse dich durch. Paluten gewinnt 800 Poké. So, ich denke mal, heute haben wir genug gekämpft und haben sogar auch ein Pikachu gefangen. Und ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Feuerrot.